Seid mir willkommen zurück zu Daruku Surusu. Da heißt das Game im Japanischen. Und wir haben im letzten Part, ihr seht, ich sehe jetzt ultra cool aus. Nicht nur mein Herz ist aus Stein, sondern auch jetzt mein ganzer Körper. Jedenfalls bis auf den Kopf. Und das liegt daran, dass wir ganz viel epischen Stuff besiegt haben in der letzten Folge. Also wenn ihr das nicht geschaut habt, dann was wollt ihr eigentlich hier? Warum schaut ihr diesen Part? Okay. Heute geht es endlich darum, nach Bleiben. Ja, okay, vielleicht ist das der Grund, warum ihr die Folge nicht schaut. Denn heute geht es in das Gebiet, das ich am meisten fürchte, nämlich Bleitown. Und da ist ganz viel Giftstuff am Happenen. Und ihr seht auch, ich habe ganz viele Seelen, denn ich muss sagen, das Game macht irgendwie einfach ein bisschen süchtig. Deswegen denke ich mir mal, will ich einfach ein bisschen weiterspielen und natürlich will ich mir nichts von wegnehmen, irgendwie Fortschritt machen oder so. Deswegen denke ich mir, ja, gehst du einfach ein paar Seelen farmen und so und dann hast du wenigstens noch was. Kannst dir mehr coolen Stuff zeigen in Let's Play. Okay, die Seelen würde ich gerne hier reinhauen, denn dann könnte ich mich schon mal darauf vorbereiten, dann demnächst dieses andere neue Schwert, das wir im letzten Part bekommen zu haben, auszurüsten, nämlich das hier. Und da bin ich gespannt, ob das tatsächlich, wie ich denke, gegen die Geister funktionieren wird. Ansonsten, übrigens, das Steingroßschwert ist mega geil, finde ich. Braucht allerdings 40 Stärke, also da werden wir nie hinkommen. Allerdings inzwischen könnte ich die Riesenkeule und den 200 weitländig ausrüsten. Das ist auch cool. Seht ihr? Und wenn ich zweihändig gehe, finde ich sehr cool. Aber sinnvoll ist es wahrscheinlich eher nicht. Dazu ist unsere Hellebarde einfach zu gut. So. Und ja, beim Leveln ist mir noch was aufgefallen. Guck mal, meine Giftriss ist mega niedrig. Und die liegt tatsächlich daran, dass die Steinrüstung eine ultra schlechte Giftresistenz hat. Im Vergleich zu, schaut mal hier, die östliche hat 28. Die schwarze Lederrüstung sogar 31, mit der wir gestartet haben. Also eventuell werde ich nochmal mich umrüsten müssen für den Fall, dass es wirklich zu schlecht läuft im Giftgebiet. Hier die Lederstiefel 31 anstelle von 10. Aber ich nehme den Weg, aber wartet mal, bevor wir gehen. Ich habe immer noch 7000 Seelen übrig. Ah, well, as always. So, können wir meinetwegen nochmal die Pyromantieflamme um einzuholen. So, ich weiß nicht, wie hoch das geht. Geht das ist sonst wie unendlich? Weil ich finde, ich hätte gedacht, das geht wie bei den Waffen nur bis plus 5 erstmal. Und scheint aber nicht so zu sein. So, haben wir irgendwie. Wir haben noch keine neue Feuerhüterin-Seele. Wir gehen den Weg hier übers Drachental. Deshalb nehmen wir den Aufzug. Ja, dann schauen wir mal, ob ich stark mit dem Gift zu kämpfen habe, dann muss ich mich umequippen. Allerdings gibt es da ja auch diese fetten Gegner und die waren ganz schön physisch eigentlich ziemlich heftig gewesen. Deshalb bin ich mir nicht sicher, was die beste Lösung dafür jetzt ist. So. Wir müssen hier hin und da hinten rein. Da wird direkt das Licht komplett anders. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass die den Rücken uns zugekehrt haben.
Deswegen schaue ich mal, ob ich nicht irgendwie schleichen kann. Erstmal sehe ich gar niemanden. Da hinten sind die ersten Dudes. Tatsächlich mit dem Rücken zu uns. Vielleicht bin ich in der Lage, den zu backstabben, aber irgendwie nicht. What the hell, macht der viel Geld? Dafür sehr wenig Schaden. Weiß nicht, ob ich, wenn ich den Schild, ob da trotzdem Gift-Damage bekomme. Deswegen versuche ich es lieber mit Ausweichen. Okay, also die machen auch Gift. Ich glaube tatsächlich, das ist nicht so eine gute Idee, die schlechte Rüstung zu nehmen. Das hier hat 28 und hat ja immer noch ganz gute Verteidigung. Bei den Stiefeln habe ich halt keine andere Alternative. Bei den Stulpen ist es relativ gering, der Unterschied. Hier 18 mit den schwarzen Lederhandschuhen. Versuche ich es mal mit einem Mix am besten. Aber ich könnte. Könnte mir vorstellen, jetzt 110 Giftrest, das ist schon mal ein großer Unterschied. Wie sieht's aus mit dem Helm? Der hat 11. Und die Diebesmaske 12. Dann würde ich so reingehen. Sieht immer noch ziemlich cool aus. Und ich bin auch nicht überladen. Ich könnte eventuell sogar den Harry-Ring equippen. Huch, da ist noch ein Dritter gewesen. Wie sieht's denn bei denen mit Pyromantie aus? Hält sich in Grenzen. Ist zwar guter Schaden, aber die Hellebarde ist halt einfach inzwischen stärker. Was macht der jetzt? Frag mich übrigens nicht, warum ich 13 Estus Floss hatte. Ich hätte die einfach. Aber ich weiß überhaupt nicht, wieso. Also hier war auf jeden Fall erstmal ein langer Gang. Und hier ist tatsächlich Schandstadt. Aber ich glaube, der Eingang ist einfach schöner als der andere. Was bewegt sich da unten? Oh Gott, ich muss auch nicht auf das drauf, oder? Ich merke schon, dass es hier dunkler ist. Da weiß ich gar nicht, ob ich die Gegner rechtzeitig sehe. Und das war schon mal nicht sehr. Ja, hier ist eine Leiter, deswegen. Was ist das da bitte? Neu-Londo-Ruinenschlüssel. Interessant. Gut, dass wir noch nicht nach Neu-Londo gegangen sind vorher. Ansonsten ist das der einzige Weg dann die Leiter runter, richtig? Okay. Ich sehe keine unmittelbare Gefahr erstmal. Außer die Kamera. Und das Ding da hinten. Da unten habe ich auch gerade irgendwie was gesehen. Das sind irgendwelche Fliegen sind da unten. Aha. Okay, die gehen one hit down. Da unten sind sehr viele Gegner oder was mit sehr vielen Beinen?
glaube. Es wäre schön, wenn es weiter festgehangen wäre. Dann hätte ich es wirklich erledigen können. Vielleicht kann ich einen Angriff aus dem Sprung machen. Ja, sehr missglückt, aber ich bin das Vieh losgeworden. Okay, aus irgendeinem Grund der Stuff hier weniger gruselig als... Also sieht gruselig aus, ja. Aber weniger gefährlich als was ich jetzt nur durch meinen Abstecher auf der anderen Seite erwartet hätte. Was ist jetzt? Da ist die nächste Leiter. Die Scheiße machen die viel Gift. Und ich treffe die nicht. Ich bin vergiftet. Aber diesmal funktioniert das. Ich muss, glaube ich, den Bogen nehmen. Weil ich da einfach gar nichts tun kann, wenn die nicht in der richtigen Höhe sind. Kommen die jetzt auf einmal alle her? Okay, so viel zu, die Gegner hier sind nicht so gefährlich. Was ist das? Ich muss ihn doch treffen können. Der gibt lila Muskeln, der hat garantiert Giftpfeile geschossen. Okay, es wird immer gefährlicher. Ach, die Scheiße! Nein, 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 nein! Warte. Aha, aha, aha. Okay. Also da hinten ist der ganz gefährliche Shit. Ich habe aber auch Angst, nach unten zu klettern und dann Teile in den Rücken zu kriegen. Das ist wieder so ein Teil. Die sind nicht so der Akt. Weiß nicht, was sie tun, wenn sie mal angreifen können, aber... Bisher... Das ist die Leiche, die sich durch den... durchbockt, ja. Ja, Silber, genau das meinte ich. Scheiße, machen die viel. Sogar mit der besseren. Meint der Unterschied ist, finde ich nicht. Der Unterschied macht fast gar nichts, glaube ich. Sniper da müssen weg.
Und ich muss die erreichen von einem Ort, wo ich relativ gute Sicht habe auf die. Scheiße, da ist noch ein zweiter. Mach den scheiß Moskümpen da weg. Ich werde von mindestens zwei Seiten Feuerhüterseele. Shit. Was ist genau da hinten? Na gut, weil da erreiche ich ihn sehr leicht. Ah ja, ich krieg das Gift auch, wenn ich das blocke. Und das heißt, ich darf nicht mehr als dreimal. Shit. Wow! Interessant ist, dass die in meinem Inventar gespawnt wird. Oh nee, ich muss echt über das Ding. Ich habe nämlich nur drei von denen mit Blume. Und das heißt, ich darf nur dreimal vergiftet werden von denen, sonst ist es over. Sind wir... Ach du Scheiße! Es sind wieder Gegner, die total... schlecht für die Leborde sind. Okay, ich habe gemerkt, hier oben trifft mich der Dartsniper nicht mehr. Obwohl der gerade irgendwie total angeflogen kam. Einen musste ich jetzt tanken. In der Hoffnung, da kommt keiner von hinten. Aber die sind sehr schlecht im Nahkampf, immerhin. So, ich glaube, ich habe die Gefahren hier beseitigt. Ich hätte natürlich auch, wir hatten ja so einen Anti-Gift-Ring bei irgendeinem NPC mal gehabt, den hätte ich vielleicht auch holen können. Allerdings haben die Ringe ja immer 20.000 Seelen gekostet und so. Weiß ich nicht, ob sich das wirklich so lohnt. Okay. Also da, lieber no, gehe ich lieber den anderen Weg abchecken. Über die Leitung. Kann aber sein, mir bleibt früher oder später nichts anderes übrig. So, von hier aus. Die andere Seite scheinbar. Ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe, vor Falldamage oder vor Gift. Okay, da ist wieder so ein Vieh. Zum Glück kein Akt.
Irgendwo so eine Leiter. Was? Raufklettern? Dann ist ja doch eine Leiter. Was ist das? Ein Krug. Okay, ich dachte gerade, da ist irgendwas Gemeines. Siglo-Maske, Pupo-Sachen. Band-Sinn-Beschleuniger. Was muss mit springen? Ich sehe da unten nothing. Außerdem kann ich die Truhe wegen der Nachricht jetzt nicht öffnen. Zauberei-Linderung. Was ist das jetzt wieder? Linderung kostet 16, braucht man 16 Intelligenz. Reduziert Blutungen und Gifteffekte. Das wäre sehr nice hier. Aber nur viermal. Und ja, ich kann es halt erst an einem Bonfire ausrüsten. Und wenn ich bei einem Bonfire bin, brauche ich es womöglich nicht mehr. Warum sollte ich hier runterspringen? Sehe ich nicht ein, ehrlich gesagt. Gehen wir lieber hoch. Erstmal eine Ebene. Schon gar nichts kann ich hier erkennen. Ich glaube, bei denen sollte man einfach draufhauen, bevor die was machen können. Nicht sicher, was die tun, aber ich weiß auch nicht, ob ich das herausfinden möchte. Ich muss ja sagen, dass ich das Gebiet total spannend finde. Sich hier so durch den labyrinthartigen Weg durchzu... suchen. Macht schon Spaß. Aber jetzt bin ich irgendwie an der Sackgasse, oder? Irgendwie sehe ich jemanden rennen. Ich glaube, das Springen ist das Einzige, was ich kenne jetzt, oder? Warum ist hier ein Weg, der nirgendwo hinführt? Ein Item nichts. Da sehe ich irgendwo was. Also hier sehe ich nichts. Orte, wo man springen muss, sind jetzt das Einzige, was ich gesehen hätte. Wo man warten könnte. Ist das eine Leiche, die hier jetzt runtergefallen ist, oder? Okay. Irgendwie, ne. Also dem traue ich absolut nicht dort. Da unten ist ein Item unten in dem Wasser. Ja, ich bleibe mal auf dieser Seite. Versuch's mit springen. Ist halt da unten mega dunkel.
traue ich nicht. Und hier will ich auch gern meine Seelen formieren. Okay. Okay, das war jetzt allerdings Bullshit. Da bin ich einfach runtergerutscht. Obwohl ich mitten drauf war. Na gut, ich muss jetzt schneiden, weil ich werde jetzt starten wieder am Firelink Bonfire. Und da werde ich jetzt erstmal wieder hin müssen. Es geht mir halt um die 5 Menschlichkeit, die ich habe. Hier sehe ich eigentlich viel. Ja, aber auf den Grund mit Leiter. Das ist definitiv ein Aufzug. Ich bin wieder hier, wo ich runtergerutscht bin. Ein Glück, die Blase, wo Gegner respawnen nicht. Allerdings sind einfach meine Seelen nirgendwo zu sehen. Also schätze ich mal, die sind jetzt einfach weg. Und da hänge ich total fest. Also ich glaube, ich muss jetzt mindestens irgendwo einmal runterjumpen. Schwäche rollen. Überfolg. Okay. Ah, hier ist sogar eine Leiter. Die hier hochführt. Ja, aber dass meine Seelen weg sind, das ist irgendwie sehr ärgerlich. Mich das jetzt hinführt. Pass auf vorne. Also hier gehen wir mal wieder hoch. Leider, vielleicht liegen meine Seelen auch unten, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Bin ich da so ziemlich ganz unten? Huch! Okay. Weird Game. Monster. Wasser, das mich instant vergiftet. Wenn ich reingehe. Ja, hallo, hier ist überall. Da unten wieder Boden? Ich glaube, da ist Boden. Ich glaube, der Giftring, der wäre hier wirklich absolut relevant. Kommen die auf mich zu?
kommt gerade eine neue raus. Die spawnen immer nach, oder was? Die geben auch immer neue Seelen. Genau, hier nicht ewig laufen und die Dinger abschießen. Oh, ein Bonfeuer. Das ist schon mal ganz nice. Und sag bloß. Drachenstein. Das sieht nach der Kanalisation hier aus. Ja. Also da oben muss die Kanalisation sein. Allerdings. Was es mir jetzt nützt? Was auf Tour? Ja, kann man nicht übersehen. Ist das mit Menschlichkeit? Warum? Und hier. Okay, am besten gehe ich... Shit. Okay, hier wirkt auch dieses. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als zu dem Item hinzusprinten. Natürlich. Passiert da fieser Stuff. Aber die Vergiftung ist gar nicht mal so übel. Wenn es nur die normale ist. Gewesen. Das Teil macht auch Feuer. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, was das Item war. Och, kann der mich mal bitte loslassen? Ist ja widerlich. Ich glaube, man muss durch das Gift und es einfach tanken. Ich muss akzeptieren, ich werde vergiftet, wenn ich da durchgehe. Wobei, hier kann ich, glaube ich, nochmal ran. Da hinten spawnen dann die nächsten. Ist es eigentlich scheiße, indem ich da drin warte? Ich glaube ja, ne? Weil es gibt ja auch so ein Item, mit dem man Scheiße auf Gegner werfen kann und die werden dann vergiftet. Heißt, in dem Game ist Scheiße und Gift identisch. Auf jeden Fall nehme ich zurück, was ich erst sagte, mit das Gebiet macht Spaß. Das hier ist jetzt sehr blöd mit endlos respawnenden Wespen. Eine Seele ist es hier.
zur Hölle ist das? Wirkt was. Eine große Scherbe. Ich bin vergiftet. Okay. Da hinten ist auf jeden Fall. Irgendwas? Komm ruhig raus, dann werde ich auch vergiftet. Wenn ich mir deine Titanitschabe holen will. Machen nicht mal Gift. Steuerung, please. Die Frage ist, bewachen die irgendwas oder sind die jetzt nur, wenn man Scherben formen möchte? Okay, das war overkill. Problem ist, hier ist nicht an Gift vorbeizukommen. Da hinten ist jedoch ein Item. Tja, ich fürchte. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen. Ich bin sogar wohl mit Helle Borde. Die richtige Entscheidung gewesen, zuerst den Wald zu machen. Hey, der hatte ein Item, du hast den weggekloppt. Ins Gift. So ein Assi. Und jetzt kann ich es nicht nehmen, aus irgendeinem Grund. Das war es mir wert, ehrlich gesagt. So. Ist noch ein Item. Ja, ich glaube, ich tank die einfach mal alle hier, ja. Ich habe ja den Forestbogen, der schießt weiter. Könnte ich die bestimmt noch erreichen da hinten? Jawohl. Ich
sich in Demon's Souls einmal ein Gebiet, das quasi exakt genauso aufgebaut war? So, ich nehme mal kurz eine Flasche. Dann renne ich dahin. Lol, auch einfach eine große Scherbe. Okay, mehr Würfe und mehr Gegner. Kann ich die ein bisschen killen, ohne reingehen zu müssen? So. Schneide. Das war sehr knapp mit dem Gift. Was macht die Schneide? Stärke nicht. Gewandtheit C. Auch trotzdem 24 Stärke aus irgendeinem Grund. Ein geschwungenes Großschwert, das im mysteriösen alten Riten verwendet wird. Vom furchtbarer okkulter Energie durchdrungen und absorbiert TP mit jedem Schlag. Alter, klingt das nice. Aha. Das ist irgendwie cool. Und damit TP klauen kann. Aber halt wieder 24 Stärke. Schau mal kurz. Ich glaube nicht, es geht da hinten noch weiter. Ich glaube nicht. So. Dann mache ich mich jetzt auf den Rückweg. Wenn da nichts passiert, mache ich nochmal einen kurzen Cut. Ich glaube, ich muss doch gar nicht schneiden, denn wenn ich das Gift einfach tanke, komme ich hier hin. Das macht nicht so viel Schaden. Dieses kleine Gift hier im Wasser. Ich wüsste jedoch gerne. Aha. Kann ich noch rechtzeitig raus? Nein, eine grüne Scherbe. Hier ist der blanke Boden, allerdings nicht sehr lang. Okay, ich entscheide mich erstmal, einen anderen Weg zu nehmen. Bin ich hier hin. Ich hab's gerade eben auch gelöst. Komm. Ah. Okay. Das Gift durchstanden. Das heißt, auf dem Weg müsste ich dann nochmal in die Mitte gehen, wo die ersten Wespen hergespawnt sind. Da müsste auf jeden Fall noch ein. Oh shit. Wir sind
Wir sind dort, Schmeißer. Okay. Hilft nicht, scheiße, das ist gestürzt. Aber ich muss erst den da ausschalten, bevor ich... So. Wanderer und ein Fallschirm. Das könnte ja gut gegen Gift sein. Was ist noch das hier? Gar nichts, ehrlich gesagt. Wanderer. Ist ja auch Rotz. Falchion EB. Also für Gewandheitsskillung ganz nice. Guter Schaden auch von Basis. Okay. Oh, nicht so sicher mit der Waffe. Also für mich auf jeden Fall jetzt wenig interessant. Aber ich glaube persönlich, wenn man in Blighttown ist, dann hat man eigentlich einfach schon Besseres. So. Hier hoch. Schwäche Geschoss. Entweder die meinen das Teil dort oder den Dart-Typen da unten, wenn man von der anderen Seite kommt. Sieht ganz schön fein aus. Jetzt komme ich nicht mehr wieder hoch, oder was? Sieht so aus. Okay, man kann sich hochklatschen, das ist nice. Sind meine Seelen. Das wäre nice, die noch zu erreichen heute. Ich glaube, das ist der Ort, der Richtung Kanalisation geht. Scheiße. Loadouts von hinten. Ach du Scheiße, von ganz da. Hä? Was ist jetzt passiert? Der ist von alleine gestorben. Ich dachte mir, der kann kein Boss sein. Ja, jetzt klingt's ja aber sehr creepy. Der Blowdog ist gestorben. Außerdem
gibt es keinen anderen Weg als durch die Nebelwand. Dann würde ich sagen, wir müssen im nächsten Part weitermachen. Ich hätte gerne meine Seelen zurück, da ist 5 Menschlichkeit. Ich glaube, das ist das Tentakel-Ding, was man hier hört. Also ich würde sagen, wir haben gute Fortschritte bis zur ersten Nebelmauer in Bleitown gemacht. Ich glaube zwar, ich gehe gerade zurück in Richtung den Eingang der Kanalisation, aber muss ja auch erkundet werden. Und wenn ihr... Ich wollte jetzt irgendwelche guten Jobs mit Jauche schmeißen machen, aber irgendwie fällt mir nichts Gutes ein. Schmeißt nicht mit Jauche, sondern schmeißt lieber mit Likes und eure Seelen könnt ihr auch gleich rüberwerfen, bitte. Und dann sehe ich euch wieder im nächsten Part. Bis dahin und tschüss.